Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von RE/MAX Classic Berlin. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Investorentypen existieren und wie sie sich voneinander unterscheiden. Ein Investor ist immer jemand, der etwas investiert. In den meisten Fällen werden Zeit, Wissen, Arbeitskraft, Geld oder eine andere Ressource investiert. Das Ziel einer Investition ist immer, einen zukünftigen Mehrwert zu erlangen. In unserem Fall ist es entweder der Wertzuwachs durch Preissteigerung der Immobilie mit der Zeit, der Ertrag aus Mieteinnahmen, die Steigerung des Verkaufspreises durch Modernisierungsmaßnahmen oder die Ersparnis der Miete. Grundsätzlich kann zwischen zwei Arten von Investoren unterschieden werden. Auf der einen Seite stehen die Investoren, die eher für private Zwecke investieren. Diese wollen eher eine Immobilie, weil sie die Miete sparen wollen, auf eine Kaufpreissteigerung ihrer Investition hoffen oder weil sie eine Altersvorsorge ihr eigen nennen wollen. Ihre Motivation ist meist die Erfüllung eines Traumes oder die Sicherung ihres Lebensstandards. Diese Investoren kaufen nur wenige oder sogar nur einmal in ihrem Leben. Die Immobilie, die sie dann letzten Endes kaufen, muss ihnen selbst gefallen. Ihre Wünsche und ihr Wunschdenken auch zu teilen bzw. zu einem Großteil oder ganz erfüllen, selbst wenn sie nach dem Erwerb nicht selber einziehen wollen. Einen großen Anteil an ihrer Entscheidung treffen Emotionen und Gefühle. Interessant sind für Typ 1 hauptsächlich Wohnungen, Einfamilienhäuser bzw. kleine Mehrfamilienhäuser. Der Typ 1 verzichtet deshalb auch eher auf eine womöglich höhere Rendite, wenn ihm eine andere, vielleicht renditeschwächere Immobilie dafür besser gefällt. Die Immobilie, für die er sich interessiert, ist schön und es sind nicht viele Arbeiten bis zu einem möglichen Einzug zu machen. Der zweite Typ ist der Großinvestor, der womöglich sogar gewerblich kauft. Er besitzt sehr häufig mehrere Immobilien und ist an einer langfristigen Gewinnmaximierung interessiert. Der Typ 2 interessiert sich eher weniger für das Aussehen der Immobilie. Für ihn sind trockene Faktoren wie die Rendite, der Vermietungsstand und die Preissteigerung der Lage in den letzten Jahren für den Kauf entscheidend. Oft werden von ihm sogar Objekte gekauft, die völlig heruntergekommen sind, wenn die Option besteht, das Objekt wieder zu modernisieren und dann teuer zu verkaufen bzw. sehr teuer zu vermieten. Für den Großinvestor sind demnach besonders Mehrfamilienhäuser interessant. Die Rendite ist für ihn dann das Zauberwort. Die meisten Immobilienkäufer lassen sich in einen Mischtyp zwischen Typ 1 und Typ 2 einsortieren. Die direkten Extremer gibt es nur sehr selten. Wichtig für Sie als Immobilienverkäufer ist es daher zu erkennen, wer an welchem Immobilientypen interessiert sein könnte und was genau diese Person an Ihrer Immobilie interessant finden könnte. Während Typ 1 beispielsweise begeistert von einer schönen Einbauküche sein könnte, wird diese für einen Typ 2 Käufer doch eher uninteressant sein. Das war es auch schon wieder. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie auch bald schon wieder auf unserem Kanal RE/MAX Classic Berlin begrüßen zu können.